Hallo zusammen, heute machen wir einen Good Morning Stretch zusammen. Ihr braucht nichts weiter als vielleicht eine etwas bequemere Unterlage. Zieht am besten die Schuhe aus, ihr könnt Barfuß oder Socken mitmachen. Und dann starten wir einfach. Stellt euch einmal hüftbreit hin und atmet einmal tief ein. Und wieder aus. Nochmal einatmen. Und wieder ausatmen. Nochmal einatmen, Arme oben lassen und mal recken und strecken. Auch gerne mal gähnen. Langsam alles in Bewegung bringen. Und wieder locker lassen. Arme mal vor und zurück schwingen, alles einmal ausschütteln. Schultern einmal aktiv nach hinten unten ziehen, Knie sind locker, Bauchnabel ist zur Wirbelsäule gezogen und dann einfach mal jeweils das Ohr auf die Schulter fallen lassen. Blick bleibt geradeaus. In der Mitte bremsen. Und einmal Kinn auf die Brust und Kopf vorsichtig in den Nacken nehmen. Immer abwechseln. Wieder bremsen und mal abwechseln über die Schulter schauen. Wieder bremsen, einmal Kinn fallen lassen und quasi über unten einen halben Kreis hin und her bilden. Schultern mal aktiv hochziehen und wieder fallen lassen, beziehungsweise auch aktiv nach unten schieben. Wieder bremsen, vorwärts Schultern kreisen. Und Hände einmal greifen, nach vorne schieben, Schulterblätter ganz weit auseinanderziehen, Schulter nach unten fallen lassen. Die Hände mal öffnen, Schulterblätter zusammenziehen, Brust weit auseinanderziehen. Und wieder locker lassen. Einmal an der Seite hängen lassen, Schultern bleiben unten und abwechselnd Hand nach unten schieben. Immer den entgegengesetzten Arm nach oben. Sehr gut. Und wieder ausschütteln. Beine ein bisschen mehr öffnen, Fußspitzen zeigen leicht nach außen, Knie locker lassen, Hände mal auf die Hüfte nehmen und mal aktiv Hohlkreuz machen und Becken aktiv nach hinten kippen. Also mal Popo rausstrecken, Popo einziehen. Zeig mal von der Seite, rausstrecken, anziehen. Abwechseln den Hüftknochen nach oben ziehen. Ferse immer schön mit abheben.
die andere Ferse aufsetzen und dann immer strecken und wieder anziehen. Schweben lassen, mal nach innen kreisen, nach außen, einmal Fußspitze wieder absetzen und einmal nach vorne umklappen. Mal vorne den Spann richtig schön dehnen, ein bisschen hin und her bewegen. Wieder lösen, andere Ferse aufsetzen, strecken und anziehen. Wieder schweben lassen, nach innen kreisen, nach außen. Spitze wieder absetzen und einmal nach vorne umklappen. Wieder ein bisschen hin und her bewegen. Und wieder locker. Alles wieder ausspülen. Beine noch weiter öffnen, Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Hier mal leicht beugen, langsam rund werden, Oberkörper nach unten hängen lassen, Schultern, Nacken entspannen, Beine mal strecken, Rücken lang werden lassen, wenn ihr könnt, Fingerspitzen auf den Boden nehmen. Knie wieder ein bisschen beugen und den Oberkörper mal ein bisschen hin und her schwingen. Wieder bremsen, Fingerspitzen wieder auf den Boden und Beine wieder strecken. Knie wieder beugen, einmal abstützen auf den Knie, langsam wieder nach oben rollen. Und wieder auf. Wir kommen einmal runter auf die Matte. Einmal hinknien. Hände einmal aufstützen. Schultern weg von den Ohren. Bauch ist fest. Finger schön gespreizt. Und jetzt bewegt ihr euch immer vorne zur Seite. Nach hinten, zur Seite, wieder vorne. Quasi einmal gegen den Uhrzeigersinn. So drei Umdrehungen. Hände bleiben aktiv in den Boden gedrückt. Und andere Richtung. Sehr gut. Einmal die Finger zueinander zeigen lassen und den Handrücken auf den Boden legen. Nehmt die Hände ein bisschen weiter zu den Knien, dann ist es etwas einfacher. Und man darf mal versuchen, Arme zu strecken. Wieder lösen, einmal ausschütteln. Hände wieder aufsetzen, Füße mal aneinander legen, die Knie ungefähr mattenbreit öffnen, einmal auf die Fersen setzen, Hände nach vorne, schiebe Brust nach unten, für die Stirn gerne ablegen,
schließen. Po einmal anheben. Rechten Fuß einmal weit nach vorne aufsetzen. Die Hüfte nach vorne unten schieben. Hinterer Fuß ist flach aufgelegt. Oberkörper aufrichten, stolze Brust. Mit der rechten Hand mal das Knie nach außen schieben. Den Oberkörper mit zur rechten Seite aufdrehen. Wieder zurück. Beide Fingerspitzen der beiden Hände einmal aufsetzen, Schultern weg von den Ohren und einmal Gewicht nach hinten schieben, Rücken möglichst lang lassen, vorderes Bein strecken, dürft das Knie leicht gebeugt lassen, Fußspitze mit anziehen. Lösen, Gewicht noch einmal nach vorne, hintere Fußspitze einmal aufsetzen, Knie anheben, nochmal auf dem Knie abstützen, Knie wieder ablegen, Fuß wieder ablegen, Gewicht nach hinten, Bein zurück. Anderes Bein nach vorne nehmen, Gewicht nach vorne schieben, Hand absetzen, Hüfte schön sinken lassen, Knie mal nach außen schieben, Oberkörper mit aufdrehen. Schultern weg von den Ohren, Gewicht nach hinten verlagern, vorderes Bein strecken, Rücken lang lassen, Knie darf leicht gebeugt bleiben, Fußspitze anziehen. Gewicht wieder nach vorne verlagern. Hintere Fußspitze aufsetzen, Knie anheben. Nochmal auf dem Knie abstützen. Knie wieder ablegen, Fuß ablegen, Gewicht nach hinten. Wieder hinknien. Nochmal auf die Fersen setzen. Stirn zum Boden, Arme neben die Beine legen, Schultern, Nacken entspannen. Hände wieder vorne ganz weit aufsetzen, Fußspitzen aufstellen, Po mal nach oben schieben. Abwechselnd Ferse in den Boden drücken. Mit den Füßen langsam zu den Händen wandern. Wenn du kannst, Hände auf dem Boden lassen. Sonst nur die Fingerspitzen. Langsam nach oben aufrollen, wieder aufrichten, alles einmal ausschütteln. Beine nochmal öffnen, Gewicht auf euer linkes Bein verlagern, Po geht nach hinten, wenn ihr könnt, Hände zum Boden, Füße zeigen nach vorne zu mir. Andere Seite.
Fußspitzen können leicht nach außen zeigen. Nochmal tief einatmen. Und nochmal recken und strecken. Alles einmal aufschütteln. Prima. So, jetzt seid ihr einmal durchbewegt für den Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und vielen Dank fürs Mitmachen.